Herzlich willkommen bei der Einrichtung der Tierwesenstation. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Perfekt, die liebt Ausflüge. Ein schlimmer Wilderer. Dick hasste es, für ihn zu arbeiten. Hat hübschen Wesen Schlimmes angetan. Oh. Knuffelmuffs. In dieser Zeit sah Dick zum ersten Mal einen Schnappsack. Schön, wenn er einmal für gute Zwecke. Wir sind da. Okay. Dick liebt es, die Wesen hier zu beobachten. Besonders die Gruppe Knuddelmuffs in der Nähe. Es ist schön, wenn sie sicher sind. Gehen sie nur nahe genug heran, richten sie den offenen Schnappsack auf den Knuddelmuff und drin ist er. Alles klar. Tee. Oh Mann, okay. Ich kann nur mit Gezähmten. Ui. Grüß dich. Ist da nur eins? Schau das an. Damit er nicht ganz alleine ist. Nehmen alle mit. Nicht so an. Bleib da stehen. Oh, vielleicht mehr davon. Jetzt ist alles gut. Wir dürfen keinen zurücklassen. Ich pass auf dich auf. Revelio. Sind hier noch welche? Ich glaube nicht, oder? Da ist noch einer. Sonst gibt es hier keinen. Okay, gut. Ich konnte einen Knuddelmuff retten. Sie können so viele retten, wie der Schnappsack fassen kann. Wilderer fangen Knuddelmuffs und... Nun, Dick weiß nicht, was sie mit ihnen anstellen. Dick ist überzeugt, dass sie bei ihnen sicherer sind. Nicht alle Tierwesen lassen sich so leicht retten wie ein Knuddelmuff. Dick empfiehlt nun ein Tierwesen, das fliegen kann. Ein Jobberneu vielleicht? Na schön. Okay. Wo finde ich einen? Dick weiß von einigen der Art westlich von hier in einem großen Baum mit Blick auf Hogwarts. Aber wir müssen vorsichtig sein. Dick hat kürzlich auch Wilderer dort gesehen. Ach, kein Dick wird sie dort treffen, wenn sie bereit sind. Ich bin bereit. Ach. Gut. Kein Tierwesen im Visier. Ja. War schon klar. Gestatte mir, dein Elend zu beenden. Hallo, Dick. Machen wir weiter? Ja, gut. Dick hatte schon Sorge, dass sie einen Wilderer erwischt haben könnte. Nee. Vielleicht sollten wir uns sputen. Die Jobberknolle sind gleich hier, in dem großen Baum. Dick hat mal gesehen, wie fliegende Tierwesen mit Levioso verlangsamt wurden. So kann man den Schnappsack leichter einsetzen. Dann rette ich mal. Viel Glück! Mit Levioso, okay. Revelio. Da vorne ist eins. Levioso. Ah, da braucht man zwei davon. Arresto Momento. Hallo, Freunde. Thank you.
Wir müssen ein bisschen näher kommen. Levioso! Arresto Momento! Erwischt. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Ich bin eigentlich hier, um dich zu retten, Kollege. Levioso! Ja, da denkt er aber doch auf. Fuck. Ah. Arresto Momento. Eingeholt den da oben. Ich will doch nur helfen. No. Jetzt bist du dran. Das glaubt Professor Howell nicht. Okay, den müssen wir auch noch schnappen, weil wenn er, dass er alleine bleibt hier. Wäre echt eine scheiß Aktion da von mir. Gut. Jetzt ist alles gut. Jetzt sind sie eigentlich sicher. Ich habe einen Jobberknoll gerettet. Nicht nein. Dass ihr Jobberknoll den Schnappsack behaglich findet. Wilderer wollen ihn für seine Federn und sind nicht zimperlich beim Sammeln. Gibt es hier noch andere Tierwesen? Diek weiß nur von einer Sorte. Eine Herde Mondkälber auf einer Lichtung am Ende dieses Pfades hier. Ah, Mondkälber. Diek trifft sie dort. Los. Hallo, Diek. Ist das die Lichtung, die du meintest? Was für ein Haare der hat. Die Mondkälber versammeln sich am großen Baum mit dem Spiralmuster, aber nur unter dem Licht des Mondes. Ach, Diek, du siehst einfach aus wie ein schlecht rasierter Sack. Wenn sie um die Zeit zu beschleunigen, dann müssen sie wohl bis Anbruch der Nacht warten, um sie zu sehen. Okay, ich rette einen Mondkalb. Dann suche ich wohl mal einen Mondkalb. Diek wartet auf ihre Rückkehr. Ah, schau. Oh Mann, okay. Das lässt doch schön sein. Arresto Momento. Und rein damit. Ich pass auf dich auf. Revelio. Arresto Momento. Gut, komm zu mir. Ganz ruhig. Zumindest ein paar davon haben. Revelio. Ich will so ein blaues. Arresto Momento. Ach, der sich in die Hose macht. Ruhig. Revelio. Momento. Hm. Ist echt nichts gegen dich, aber ich brauche ein paar von euch. Das glaubt Professor Howell nie. Revelio. Seid ihr alle? Arresto Momento. Ist, war man so dunkel, das heißt wie im Film halt. Revelio. Gehen wir zurück zu Diek. Ja, da vorne ist so ein blaues, glaube ich, oder? Arresto Momento. Ist das so ein blaues? Ja, ist es. Die sahen aber im Film nicht so aus. Hier.
Jetzt ist alles gut. Revelio. Arresto Momento. Haben wir das auch noch? Ja, wenn, dann retten wir natürlich alle. Also. Ich pass auf Revelio. Arresto Momento. Mit Arresto Momento sind wir eigentlich gut dabei. Und bewegen sie sich nicht so lang. Also, so schnell weg. Gut. Es war schwieriger als gedacht, aber ich habe jetzt. Noch ein Wesen. Heil und unversehrt. Schade, dass wir die Mundke. Die schätzt, dass sie hier fertig. Ja, bald können sie noch mehr Tierwesen retten. Doch lassen sie uns zu. Na gut. Los. Wo sind meine Tischchen, Alter? Da sind sie ja. Jetzt zeigen wir den geretteten Tierwesen ihr neues Zuhause. Aber, hier ist nicht genug Platz für sie. Man stelle sich nur vor, wie sie hier herumwüten. Das geht gar nicht. Ja. Wenn sie sich darauf konzentrieren, was die Wesen brauchen, hilft ihnen der Raum. An was genau hatten sie gedacht? Oh. Ja, dem Tisch geht's immer gut. Sie haben's geschafft! Aber was ist es? Das weiß Dieg nicht. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Wir treffen uns drin, wenn Sie bereit sind. Ich bin bereit. Dieg ist kein Professor für Kräuterkunde, aber einige Pflanzen sind erntebereit. Ha! Sehen Sie nur, nice. Es ist unglaublich. Wo sind wir, Dieg? Es sieht aus wie eine Heimat für Ihre Tierwesen, eine Art Tiergehege. Ihre Tierwesen werden hier behaglich leben, gesund und behütet. Vielleicht möchten Sie sie freilassen, ihnen ihr neues Heim zeigen. Ja, möchten wir eigentlich. Ja, die sind dann so alleine. Ha. Glaubt, das Gehege wird ein schönes neues Heim für ihre Tierwesen. Allerdings. Ich hoffe nur, wir haben genug Platz für alle. Das hofft Dieg auch. Falls der Platz aber doch knapp wird, hilft ihnen Madame Peck bei Schnabel und Brut in Hogsmeade, ein sicheres Heim für sie zu finden. Gibt es Wesen, die nicht in den Raum passen? Ja. Sie ist dafür bekannt, dass sie sich um Tierwesen in Not kümmert. Und sie bietet dafür einen guten Preis. Ah, okay. Apropos kümmern. Tierwesen, die gut gefüttert und gepflegt werden, liefern wertvolle magische Materialien wie Knuddelmuffhaare. Wenn sie magische Materialien von ihren Tierwesen sammeln, zeigt Dieg ihnen, wie sie sie verwenden. Sehr gut. Okay. Ich sage Bescheid, wenn ich welche habe. Okay. Ja, dann können wir hier füttern. Echt, kleiner Vogel. Ha. Lass dich bürsten. Schau, ich kann da eh mehrere rauslassen da. Ich möchte sie eigentlich paarweise haben.
Na, Freunde, was geht? So, da haben wir zwei. Ich glaube, von denen tun wir drei rein. Boah, der ist aber so richtig schön. Na, jeder kriegt was zum Essen. Na, Deke, ich habe ein paar Haare. Ich habe magische Materialien gesammelt, Deke. Deke kann Ihnen zeigen, wie Sie sie anwenden. Okay. Mit dieser Zauberanweisung müssen Sie einen verzauberten Webstuhl beschwören. Einen verzauberten Webstuhl? Ganz recht. Damit können Sie magische Materialien nutzen und in jede Faser Ihrer Kleidung Magie einweben. Dadurch wird sie auf verschiedenste Weise nützlicher. Versuchen Sie es doch mal. Deke glaubt, Sie werden vom Ergebnis begeistert sein. Dann probiere ich jetzt den Webstuhl aus. Na. Gut, wir haben da drei davon, das reicht. Okay. Also drei Knuffelmuffs. Drei Kälber und drei Vögel. Let's go back to the... zum Raum der Wünsche. So, wir brauchen Beschwörung. Änderung. Kann ich das Tiergehege eigentlich ändern? Wahrscheinlich nicht, oder? Ah, schau, das kann ich nicht ändern. Beschwöre einen verzauberten Webstuhl. Okay, den haben wir dann gleich hier hin. Na, schau ich mir da mal an. Ah, schau das an. Das sollte ich Deke zeigen. Hallo, Deke. Ich habe den Webstuhl benutzt, Deke. Wunderbar. Kann ich mit dem Webstuhl auch noch stärkere Magie in meine Kleidung einweben? Ja, indem sie noch mächtigere Tierwesen retten. Aber jetzt rät Deke Ihnen, sich Ihr Tiergehege anzusehen und die Tierwesen kennenzulernen, die Sie schon gerettet haben. Ja, das habe ich schon gemacht. Danke für deine Hilfe, Deke. Coole Sache. Ich muss so eine Futterstation jetzt kaufen. Ja, das ist größer als erwartet. Kann ich hier rumfliegen? Nee, okay. Ich glaube, noch eine Futterstation. Dann schauen wir. Oje, Deke glaubt, dass sie nicht wissen, dass Deke hier ist. Deke, du bist mir scheißegal, ganz ehrlich gesagt.
So, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video.